Und wir mussten mitnehmen, von der Gestapo befohlen, Gepäck. Und zwar jeder einen Koffer bis zu 50 Kilo. Und eine Bettrolle, die hatte 30 cm Durchmesser und war 70 cm lang mit Decken und so weiter. Und natürlich hat jeder versucht, die besten Sachen in diese Koffer zu pressen, weil man wusste ja nicht, wie lange die halten mussten für die Umsiedlung, in Anführungsstrichen. Jede Familie musste mitnehmen einen kleinen Ofen und Erbsen und Graupen und Reis und so weiter und so weiter. Und wir konnten noch gar nichts kaufen. Wir konnten überhaupt nichts kaufen. So hat man angefangen zu tauschen. Ich habe gegeben ein Kostüm für ein paar Wachskerzen. Ich habe gegeben eine Tischdecke, eine gestickte Tischdecke für eine Bluse und so weiter, für Schuhe. Wir hatten wirklich schon nichts mehr. Und so sind wir am 10. in den Zug gestiegen. Ich habe mich von meinen Eltern verabschiedet. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich meinen Vater habe weinen sehen. Das erste Mal war, wie sein Vater gestorben ist, mein Großvater. Er und mein Bruder, die haben uns zum Bahnhof begleitet. In Düsseldorf. In Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ja. Und da stand schon der Zug mit Leuten aus Krefeld und von der ganzen Umgebung. Mhm. Die ganzen Dörfer wurden entjudet. Wir kamen an in Düsseldorf. Es war schon Dämmerung. Und wir mussten aussteigen und zu Fuß zum Schlachthof gehen. Und da wurden wir gesammelt. Ich erinnere mich noch, die älteren Menschen konnten schon damals nicht ihre Taschen tragen und haben sie einfach weggeschmissen auf die Straße. Und damals habe ich gesehen, wie die Leute zugeschaut haben. Sie sind nicht auf die Straße gekommen, sondern sie haben hinter den Fenstern gesehen. Ich habe die Vorhänge gesehen, die sich bewegt haben und so weiter. So kann keiner sagen, dass er nicht gewusst hat, was passiert ist. Natürlich haben sie uns gesehen. Wir waren über 1000 Menschen.